So Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode. Heute werden wir einen absoluten Hammertag haben. Und zwar werden wir weit entfernte kleine Inseln besuchen, hier auf den Malediven, die komplett unbewohnt sind. Und vor allem ist eine sogar von dem Tsunami so zerstört worden, da haben sogar früher Leute gewohnt. Aber leider mussten sie die Insel verlassen und das werden wir heute machen. Und außerdem, schaut euch das mal an, werden wir zum Schluss noch eine kleine Sandbank erkunden. Nur für uns, alles nur für uns. Niemand ist hier. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns gleich. Nach dem Intro. Kurze Unterbrechung, Leute. Wir haben gerade neue Shirts im Getaway Club gelauncht. Das ist das Icon-Shirt. Es kommt in 4 verschiedenen neuen Farben und ihr könnt eines davon gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach in die Kommentare reinzuknallen und dann lose ich am Ende der Reiseserie einen glücklichen Gewinner aus. Und ihr könnt ein T-Shirt in der Farbe eurer Wahl wählen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß weiter mit dem Video und wir sehen uns gleich. So, einen wunderschönen guten Morgen hier von meiner Seite aus. Munzen! Ey, wir sind gerade aus unserem Bungalow rausgekommen und auf einmal begegnet uns diese wunderschöne Landschaft. Ich kann das kaum glauben, dass wir hier sind. Echt, das sieht so traumhaft aus. Und wie hell ist auch einfach das? Ich bin heftig. Da erstmal so Tür auf Ohr. Erstmal voll geflasht. Und ja, ihr habt es ja schon gesehen, wir machen heute einen kleinen Adventure-Ausflug. Wir haben ja vor 2-3 Tagen haben wir die Jungs irgendwie am Strand kennengelernt. Die meinten so, ja, kommt mit uns mit. Wir haben ein Boot und ich zeige euch die Malediven von einer ganz anderen Seite. Beide Jungs kommen selber von den Malediven und haben gesagt so, ey, ihr müsst auf jeden Fall mit uns mit. Wir zeigen euch unser Land, so wie ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich bin super gespannt, weil ich wollte unbedingt so einen Local Island Trip machen. Allerdings ist durch diese ganze Covid-Sache das verboten. Aber mit den Jungs können wir auf so unbewohnte Inseln fahren und ich will die Malediven auf jeden Fall von dieser Seite sehen, wie Locals auch machen und ja, hoffentlich wird das ein cooler Trip. Jetzt geht es erstmal zum Boot, wir haben 7.56 Uhr, da treffen wir gleich die Jungs und da gibt es ein kleines Adventure. Good morning, guys. How are you? Very good. Are you guys ready or should we wait? Do you have the food basket? No way. Okay. I think I didn't introduce you guys. So this is Botu. He's our co-captain today, driving the boat very safe. And Goni, he's the man for everything. If you want to do a trip with real adventure, go fishing, go on local uninhabited islands, call this guy. He's the man. Yeah, sure. Yeah. I'm not sure, but I can do it. Let's see. Okay. So, Goni, what are we gonna catch today? We can try catch wahoo. Wahoo? Yellowfish tuna and mahi mahi. Oh, mahi mahi is. I would like to try this one, but it's big, right? Small. They have small ones here? Well, we cannot get the smaller one because our boat is our boat right now. Okay. We always get something bigger. Bigger than expected? Yeah. Oh, so you drop the line and then you drive? Thank you.
Wir sind jetzt endlich angekommen an der verlassenen Insel. Erster Eindruck? Ich bin sprachlos. Boah, ist einfach nur Natur pur. Schaut euch mal diese traumhafte Lagune an, dieses Wasser. Und wir haben jetzt als wären wir gestrandet. Übel, ne? So richtig Castaway. Ich glaube, hier kann ich den Wilson-Move auf jeden Fall machen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt, glaube ich, 2,5 Stunden Boot gefahren. Und jetzt brauchen wir eine kurze Chillpause. Und ich würde sagen, wir erkunden die Inseln erstmal ein bisschen von oben. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß damit mit uns. Leute, wir sind jetzt gerade durchs Wasser marschiert zu der anderen Insel und werden die jetzt erkunden, weil hier sehe ich gerade noch einen Steg und ein paar Häuschen. Ich bin super gespannt, wie das hier aussieht. Ja. Und ey, das ist so paradiesisch. Schaut euch einfach mal diese Aussicht an hier, wo wir gerade entlang laufen. Wir könnten echt wirklich überall anhalten und Fotos machen. Boah. Heftig, oder? Absolut. Wir haben genug Trinken dabei, weil die Sonne ordentlich knallt. Oh, bisschen was zum Schleppen, aber nice. Ja, klar, das was haben die gesagt? Bis zu den Waden? Den ganzen Weg? Ja, ich musste schwimmen, ey. Bis zu den Waden, vor allen Dingen hat Patrick gerade meine Tasche gerettet, weil die ist so schwer mir. Auf einmal wurde es tiefer und tiefer und tiefer und ich dachte mir so, okay. Ja, und dann hat Patrick zu mir gesagt, bleib stehen und ich stand so im Meer und die Wellen kamen und ich dachte mir so, oh mein Gott. Geil, aber wir haben es geschafft. Schaut mal, das ist die Insel, die früher mal bewohnt war und jetzt komplett leer ist. Hier sind noch alte Ruinen, alte Überbleibsel von dem Dorf. Schauen wir uns das Ganze mal jetzt an. Wow, Leute, schaut mal her, der Tsunami hat hier echt alles komplett zerstört und verwüstet. Überall liegen die Steine von den Häusern hier herum. Also der ist einmal komplett durch die Insel drüber gejagt. Und hat echt vor nichts Halt gemacht. Gucken, ob wir hier mal so reinstöbern können. Ich versuche mal kurz hier reinzulaufen. Um zu schauen, wie das von innen aussieht. Oh. Heftig. Wir haben tatsächlich Leute mal gelebt. Schau mal, hier gibt es noch die Fliesen. Sie sehen eigentlich aus wie neu. Wow, kaum zu glauben. Überall liegen Scherben. Ich werde jetzt auch nicht mehr weiterlaufen, weil es echt zu heftig ist. Wow.
unten diese kleinen Inseln erkundet. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Impressionen bekommen. Und jetzt geht es einmal kurz zum Strand, denn es wartet auf uns ein kleines Barbecue. So Leute, wir sind jetzt zurückgekommen. Gunni hat uns gerade Lobster gefangen und einen kleinen Fisch. Wir sind jetzt schon locker 6 Stunden unterwegs. Und die Jungs waren nochmal draußen, haben ein bisschen geangelt, haben uns schon den Fisch zubereitet. Eigentlich wollte ich mit denen hier den Fisch zusammen grillen. Aber ich sag dazu nicht nein und ich zeige euch mal kurz, was die Jungs hier gefangen haben. Wir haben Lobster und wir haben einen kleinen Fisch, einen Rifffisch, direkt aus dem Indischen Ozean. Can't be better. So Leute, wir fahren jetzt von den schönen Inseln, die hinter uns sich befinden, zu einer wundervollen Sandbank. Da werden wir noch den Rest des Abends genießen. Das war ein wundervoller Trip hier auf den kleinen Inseln. Und schön, das Ganze mal so zu sehen, Natur belassen, wie es ist. Schaut euch das mal an. Wir sind hier auf einer einsamen Insel, auf einer Sandbank. Geil, Leute, einfach nur genial. Da vorne fahren wir jetzt hin und werden jetzt so ein paar Stündchen noch da verbringen. Okay Leute, schaut euch das mal an. Wir sind hier gerade auf einer einsamen Insel angekommen. Gar keine Menschenseele und vor allem auch gar keine einzige Vegetation. Eine einzigartige Sandbankkulisse. Einzig und allein waren hier ein paar Vögel und wir genießen jetzt hier die Kulisse und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal aus der Luft. Traumhaft. Leute, das ist wirklich once in a lifetime experience hier. Schaut euch das mal an. Auf den Maldiven mit einem Boot, mit 2 Local Boys. Einfach nur der Hammer. So Freunde, ich hoffe, euch hat der Trip mit uns gefallen und ihr könntet so ein bisschen abtauchen in die Welt der Malediven bzw. der unerforschten Malediven. Wirklich so eine Nature Island. Man hört ja von den Malediven immer so richtig viel von den Resorts und dass es Luxus geprägt ist. Und es war heute richtig cool, einfach mal die richtigen Inseln zu erkunden, die unbewohnt sind bzw. nicht mehr bewohnt sind. Das war eine krasse Story zu hören, dass die eine Insel zum Beispiel verlassen wurde durch den Tsunami, der auf die Malediven zugerollt ist an 2004. Ich glaube, Indonesien hat es ein bisschen härter getroffen, aber nichtsdestotrotz war es super interessant, diesen Ort zu erkunden und ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen abtauchen mit uns und leider habe ich die Jungs nicht beim Barbecue gefilmt, das habe ich mir so ein bisschen anders für den Vlog vorgestellt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solche Abenteuer-Episoden sehen wollt, kommentiert es mal gerne unten und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video hier von den Malediven. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein!